Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro On. Dein heutiger Deck Pro ist Red Skill mit einem Schicksalsdamen-Deck und unser Gegner heißt Landkarte. Ja. Mäßig gutes Blatt. Um nicht zu sagen, ziemlich scheiße. Und da ist die Marmalow. Okay, wir wissen, dass eine Bottomless liegt. Die Frage ist, welche von beiden? Mhm. Wie hast du das jetzt gemacht? Deswegen. Keine Marmalow. Stadt von Kyoto. Okay. Du hast doch wieder nichts. Ich habe aktuell Selbstmumifizierung, Soul Charge kann ich im Notfall benutzen, aber für die Wasser, jetzt leise, im Nachhinein wäre es besser gewesen. Wenn der auch nichts hat. Aber das weiß man ja vorher nicht. Dann Schicksalsname Finsternis und Zauberschaft der Wunder. Was kam jetzt? Foolish! Ja. Wer sehr wie nix aber doll ist, was anderes. Ich glaube, ich lege jetzt tatsächlich die Schicksalsname Licht weg, nur damit ich sie einfach mit Soul Charge holen kann. Ja. Ja, mache ich einfach. Und Wasser holst du natürlich auch. Klar. Mist, das ging jetzt leider falsch rum. Nein, ach, das geht doch. Trotzdem. Fick it. Ja, was haben wir dir eigentlich Karten? Na. So schnell schießt die Preußen nicht. Ich hab meine Karte noch. So, ich könnte jetzt natürlich Schicksalsdamenlicht. Ich könnte jetzt natürlich Schicksalsdamenlicht opfern. Aber dann hat er einfach nur seine Bottomless. Deswegen mache ich das nicht. Aber dann kommt Lichtseffekt doch durch, oder? Ja, nee, die muss durch den Karteneffekt weggelegt werden. Ich habe einen Plan, wie ich es mache. Ja. Aber das zieht erst in deinem Zug. Ich muss jetzt leider mit einer Karte die Dingens hier rausbaiten. Na, die Bottomless. Machten die Kyoto eigentlich nochmal? Friedhof gelegt werden, eine Kaju-Zählmarke, drei oder mehr? Kaju. Der spielt wahrscheinlich sehr, sehr viele Traps. Mhm. Das ist die einzige Erklärung, warum der magische Pflanze hat. Hey! So haben wir nicht und gewettet. Das? Das kann ich auch. Gut, du willst ankotzen, können wir haben. Ich weiß schon, dass der auf seine Seite kommt. Ist eh wurscht, ich hab nix mehr. Wär so und so egal gewesen. Was ist das denn jetzt? Ah, wir kriegen das Ding sogar wirklich. Lol. Oh, das ist schön. Okay. Glücklicher Top-Deck. Passiert auch mal. Das heißt, wir sind noch teilweise in Game. Ja. Oh. Ach, das drückt ja. Ja, das drückt. Und was viel besser ist, es ignoriert seine Kack-Bottomless. Okay, gut. Das mit der Schicksalsflamme Licht war jetzt ein Lucky-Top-Deck. Wir sind hier alles andere als sicher, ja? Ach du Scheiße. Nochmal schönen Dank für dieses Viechkumpel. Warum hat der uns das gegeben?
Weil durch den Feldzauber gehen mir nie die Kaiju-Zielmarken aus. Na gut, jetzt kann er sich einfach selber entfernen. Okay. Trotzdem behaupte ich mal, der hat sich da irgendwie selber ins Knie geschossen. Ja, nee, das war's jetzt aber leider. Läuft einfach jetzt mit 3000 an. Ja, ich muss den Angriffsmodus holen, leider. Das zieht der Effekt. Lol. Übersehe ich hier gerade was? Ah! Nee. Der hätte angreifen können müssen. Sollen, tun, irgendwas. Das war gerade so ziemlich die schlechteste Möglichkeit, wie du diese Karte hättest verwenden können, Kumpel. Aber gut, ich beschwere mich nicht, im Gegenteil. Denn jetzt können wir gleich richtig Party machen. Okay. Ja, sehr schön, darauf habe ich gewartet. Also das war jetzt, bis jetzt war es also noch alles so geplant. Ja. Ah, und jetzt kommt der interessante Teil. Oh, das geht so nicht. Okay. Dann halt Plan B. Wieso ging das jetzt nicht? Achso, weil zwischendrin was passiert ist, nehme ich an, oder? Timing gemisst. Ja. Doof. Er hat 5 volle 5 Counter missed. Nee, das ist sogar gut, weil jetzt kann er, egal, auch wenn er sich searcht, wir haben trotzdem noch unseren Effekt. Mhm. Okay. Überlebe ich? Ja. Okay, wenn er jetzt kein Monster ruft, ist GG. Schade. Ah ne, ja, Quatsch, das fliegt ja sowieso weg. Ninjitsu? Wieso ist Ninjitsu auf einmal? Auf jeden Fall bringt ihm das nichts, weil er kein Ninja-Monster kontrolliert. Danke. Halte die Ninjutsu? Okay, gewonnen. Echt? Achso, du hast die nächste Licht inzwischen gezogen. Feuer zieht nur, wenn wir... Oder zieht Feuer immer? Ah. Bitte mal. LOL! Wie haben wir das gewinnen können? Keine Ahnung! Bis gleich zur Deckbewertung! Bis gleich. So, da sind wir wieder. Erstmal kurz die Sachen, die ich gleich ein Problem habe, gleich vorne weg. Erstmal, Quasar der Raffgier. Nur weil der mit Stufe rumspielt, heißt nicht auch mal, dass er ein Schicksalsdamendeck gehört. Die Karte ist nämlich nicht toll. Und ich spreche aus Erfahrung. Das hat schon mal jemand ausprobiert, ein Deck um den zu bauen. Das ging kolossal in die Hose. Dann, erdgebundene, unsterbliche Asilla Pisco hat einen recht lustigen Effekt, aber ist nicht gut. Dann, die Schicksalskarte Damer Licht ist eine zentrale Engine im Deck. Also sind da gefälligst 3 Zukunftsvisionen drin, auch wenn du eine zweite Landform hast. Überhaupt, warum 2-mal Zukunftsvision und 1 Landform? Dann auch gleich 3-mal Zukunftsvision. Ja, und der Goldsarkophag, das sehe ich ja nun gar nicht ein. Ich meine, gut, du kannst Goldsarkophag into Zun und das Schicksal machen, aber das ist nicht gut. Ja, vor allem Zauberstab der Wunder an sich, nette Idee, aber da wir eben sehen, dass das nicht funktioniert, sollte die Karte schleunigst wieder fliegen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man sich bei einem Deck irgendwas denkt, dann probiert man so etwas vorher aus. Interdimensionaler Materietransporter ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, die Schicksalsdame Licht zu proppen. Aber wenn man den spielt, dann wieso einen und dann diesen Bullshit von Selbstmumifizierung? Ja, Selbstmumifizierung ist halt echt nicht gut, weil du das nicht wiederkriegst. Die ist echt nicht gut. Dann 3-mal Schicksalsdame Feuer, auch wenn es uns gerade eben den Arsch gerettet hat, ist viel zu oft drin, die ziehst du viel zu häufig. Ja, also ich persönlich würde eher eine solidere auf den Friedhof-Baller-Engine reinbauen und dann halt mit Sachen wie Kinkabio oder Call, wohl aber eher Kinkabio, weil Kinkabio ist unfallfrei, halt Licht wirklich immer wiederholen und dann durch Karten wie Materietransporter verbannen und dann kommt die wieder und dann wird die wieder verbannt und dann kommt die wieder, dass ich halt dadurch diese Spezialbeschwörungsding habe. Oder das heißt, Moment mal, wenn ich gerade... Ach so, okay. Er verbannt das. Er würde Licht verbannen in der Endphase. Ja gut. Wäre so nicht. Dann ist Schicksalsdame Erde drin, die einfach nur nix kann außer Schaden.
Weil ich meine, die ist einfach nur eine schicksalsame Finsternis in grottig. Finsternis, geil, Erde, scheiße. Gleich mal merken. Ja, Erde ist halt echt nicht gut. Ich meine, das ist einfach nur ein Bieter. Weil ich meine, was die Finsternis mit einem Feuer oder Wasser im Friedhof kombiniert mit Zeitkanal anrichten kann. Zeitkanal ist ja drin, immerhin. Und dann, vor allem Erde ist drin, aber Wind ist nicht drin. Gegen ein Deck, das Mörder-Backrow anfällig ist. Ja. Ich meine, wenn du Wind richtig rauskriegst, zerschießt die alleine 3 bis 4 Karten. Ja. Magie- und eine mindestens, weil sie selber ist ja auch eine Schicksalsdame. Magieartige Dimension. Ich weiß nicht, ob das mit Licht funktioniert. Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Müsste man ausprobieren. Schwarzes Loch tut auf jeden Fall, deswegen kann ruhig ein zweites rein. Ja, Extra-Deck mäkeln wir gleich noch dran rum. Mhm. Und Side-Deck vor allem. Obwohl Side-Deck ist ja offensichtlich nur so Ideen. Das ist ein Arbeits-Side-Deck. Hier ist die Wind drin, die dritte Erde, warum auch immer. Schwarz glänzender, warum nicht? Hat mit Kinka Bio auch genug Targets. Tragödia? Kann die Stufe angleichen, wenn man unbedingt das extra bauen will. Allerdings, weil die Karten die totaler Käse sind. Also Tragedy ist tatsächlich eine Sache, die man sich überlegen kann, wegen halt Stufe angleichen, wenn man aus der Extra-Deck kommt. Und Tod an anderen Dimensionen ist ja auch eine Karte, die wir schon in anderen Schicksalsdamen-Decks gesehen haben. Also die kann man machen. Ja. Ist gerade gut, um die Xyz-Monster einfach kurz das Material zu klauen. Vor allem für eine Weile ist man sie dann los und selbst wenn sie wieder kommt, wie gesagt, kein Material mehr. Flucht aus der finsteren Dimension. Holt die Schicksalsdame Finsternis zurück. Bloß gibt's nichts, was die dauerhaft verbannen würde, außer du hast Arkpech. Und dann hast du immer noch die drei anderen. Und die ist halt wirklich das einzige Target. Ja, also ich glaube nicht, dass die Zukunftsvision wichtig genug ist, dass man, wenn man 3 spielt, auch noch Landformen braucht. Weil Licht kriegst du auch anderweitig vom Feld. Kann man schon machen, muss man aber nicht. Dimensionstor? Ist im Endeffekt Tod zu einer anderen Dimension in schlechter. Oder der Materietransporter in schlechter. Materietransporter ist besser. Ja, Nullkraft finde ich interessant. Aber vielleicht. Nein, die Karte hat was. Wäre ein Out gegen alle Brute Force Decks. Und ansonsten könnte man vielleicht. Ich weiß nicht. Moment, lass mich kurz was nachschauen. Nevermind. Wollte gerade nachschauen, vielleicht als OP, als Tech-Karte Doomlord, aber Doomlord geht nur auf gegnerische Monster. Ja, damit kann man nicht zur Not. Das wäre hart OP, wenn man Doomlord hier reinspielen könnte. Aber geht nicht. Nicht hart OP, aber es wäre lustig. So. Jetzt geht's los. Also, wir gehen die Karten mal in der Reihenfolge durch, in der man sie ansprechen sollte. Exzi, ja. 101, schlechtere Variante zu Kastel, der sollte noch rein, aber von mir aus 101 kann man spielen. Emerald, ja. Tiras, Volkasaurier, meinetwegen auch noch Senmai-O, von mir aus. Dann natürlich auch der Gaia, Drachosack, Big Guy fehlt noch. Und Ufotonen, Dach ist auch eine schöne Karte. Ja. Das war's. Löwenherz. Wenn ich es tatsächlich schaffe, 2 Schicksalsdame Licht und die Kinka Bio aufs Feld zu holen, dann xyze ich die doch nicht weg. Gleiches gilt für Dullahan. Ich meine, die einzige Möglichkeit, 2-1 aufs Feld zu kriegen, ist Kinka Bio holt Schicksalsdame vom Friedhof. Und mit der mache ich nichts, weil die soll doch verbannt werden dann. Himmelskavallerie, Kornblume? Okay. Von mir aus. Grenosaurier? Gott, ist scheiße. Wo ist der Engineer? Wo ist der Alucard? Wo ist der Levi-Air? Ja. Levi-Air ist ja sogar noch gut, weil verwandte Karten zurückholen. Eben. Wappenhorn-Patriarch-Spritzer? Was soll das denn? Ja, der ist sowieso. Weil das ist ein Chaos-Xyz. Ja. Und dann Urphotondrache? Ja, nee, da haben wir gesagt, dass der in Ordnung ist. Aber hier ist ja. Ich weiß, das Deck arbeitet nicht wirklich darauf, auf das Extra-Deck zu gehen. Das heißt nicht, dass man das voll trollt. Ja. Also man sollte schon Karten reintun, auf die man zur Not auch gehen möchte. Mhm. Und ansonsten würde ich hier wahrscheinlich einen Cowboy reintun, weil Cowboy ist immer gut.
Ja, und halt Kastel statt 101, weil es einfach flexibler ist. Mhm. Deswegen, ich will noch kurz zum Abschluss sagen, der Trick bei einem Schicksalsdamen-Deck aktuell ist, aus einem schwachen Thema ein starkes Deck zu basteln. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass dieses Thema nicht viel Grundpunkte hat und deswegen man sich jetzt über die 8 Punkte hier auch nicht beschweren darf. Mhm. Also wie gesagt, wir hatten mal vor einer Weile ein echt gutes Schicksalsdamen-Deck. Das war das zweite, das eingesendet wurde. Akanoda, glaube genau. Ich. Das war echt gut. Auch ein paar kleine Mankos, aber guck dir echt mal die Folge an, weil das war echt gut, das Deck. So, wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten vergesst nicht zu bewerten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.